Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Willkommen zu diesem Video. Ich bin gerade ein bisschen schlecht gelaunt. Ich hoffe, das wird sich im Laufe des Tages ändern. Es ist gerade mein, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, dass ich ein Musikvideo hochgeladen habe. Es ist ja online gekommen. Es war auch auf Platz 1 der Trends teilweise und dann jetzt richtig lange auf Platz 2. Und dann habe ich die Seite aktualisiert und auf einmal war mein Video komplett aus den Trends rausgelöscht. Und dann habe ich geguckt und das Video war gelb. Das heißt, es wird weniger monetarisiert, weniger angezeigt, weniger empfohlen und habe dann geschaut und es wurde einfach wegen vulgärer Sprache manuell so gemacht. Und ich an sich kann ich dann nachvollziehen, wir sagen ja Schimpfwörter, allerdings sind die ja in einem witzigen Kontext und beziehungsweise in einem Kontext mit einer Message. Wir sagen das ja nicht, um uns zu beleidigen, sondern ich glaube, jeder, der das Lied gehört hat, weiß ja, was ein Roast Yourself ist und keine Ahnung. Ich habe es auch in die Infobox geschrieben und so. Es nervt mich einfach, dass irgendwie da nicht so auf den Kontext geachtet wird und dass einfach so viele Leute, die das einfach in ihrem normalen Sprachgebrauch benutzen und Leute beleidigen, ist ja schon das ein oder andere Mal vorgekommen, dass diese Videos dann aber trotzdem in den Trends sind und auch auf hohen Plätzen und manchmal 3 Tage drin sind und keine Ahnung. Irgendwie finde ich das gerade einfach mega, mega traurig. Mir war es schon bewusst, dass es sein kann, dass das Video gelb ist, weil wir halt diese Schimpfwörter sagen. Allerdings, wie gesagt, achtet man ja auch auf den Kontext. Und da wurde mir einfach mal wieder bewusst, dass irgendwer, der das jetzt manuell gelb gemacht hat, nicht auf den Kontext geachtet hat. Und es nervt mich einfach gerade, dass so viel Zeit, so viel Arbeit, so viel Mühe, so viel Geld drin, weil ich habe das ja professionell abmischen lassen und so. Set und so haben wir alles selber gebaut, aber es war einfach sehr, sehr teuer. Ich musste ja auch den Beat kaufen und so, Lizenzen und so und keine Ahnung. Es ist einfach, es nervt mich einfach ein bisschen und es ärgert mich, aber egal. Ich versuche es mir jetzt nicht runterziehen zu lassen heute. Wollen wir eigentlich nochmal auf die Piste. Das Wetter sieht jetzt nicht ganz so Bombe aus, was mich auch ein bisschen traurig macht, weil gestern war einfach der perfekte Tag und es ist so viel Shit passiert und weswegen wir es nicht richtig ausnutzen konnten. Aber heute steht auch noch Wellness an. Wir gehen wieder zum Tratterhof. Den kennt ihr ja bestimmt auch, wenn ihr meine Videos guckt. Und dort ist es einfach mega schön. Dort hat man auch eine schöne Aussicht und ja, hoffen wir mal einfach, dass das Wetter ein bisschen besser wird. Wir gehen jetzt zum Frühstück. Ich glaube, alle anderen sind schon da. Hoffen wir, dass ich gleich bessere Laune habe. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr an meiner Stelle auch ein bisschen geknickt werdet. Oder ja, es sind einfach irgendwie viele Fakten, die gerade so zusammenspielen, die mich zu dieser Laune bringen. Wieder da. Es war ein mega schöner letzter Tag. Ja, das Wetter war perfekt. Es war einfach richtig geil. Ich freue mich so. Meine Laune ist um 80 Millionen Mal gehoben. Ich bin auch so einen Funpark gefahren. Das hat so Spaß gemacht. Da musste man so eigentlich die ganze Zeit Schuss fahren sozusagen. Ohne Schneeflug, ohne Bremsen. Und es war so schwer. Ich habe in jeder Kurve geschrien. Ich bin auch einmal hingefallen. Aber es war einfach mega, mega lustig. Also ich bin froh, dass wir nochmal so Sachen gemacht haben, die wir vorher nicht gemacht haben. Und jetzt geht's zum Wellness. Ich habe gerade deswegen meine, also ich habe wasserfeste Wimmerstoff von vorhin. Und ich habe meine Haut abgeschminkt, damit ich durchatmen kann. Und ja, ich würde sagen, wir sammeln jetzt mal Jonan ein und dann jetzt los. So Leute, wir sind jetzt hier beim Tratterhof, das ist die Aussicht und es hat coolerweise jetzt angefangen zu schneien. Also man sieht es jetzt gerade nicht auf der Kamera, aber da geht es gleich jetzt hoch. Wellness machen, freuen Sie sich. Das ist mein Highlight hier. Das ist halt echt sein Highlight.
der fährt ja nicht mit Ski. Deswegen muss er die ganze Zeit seine Zeit. Das ist voll kacke, sich da hochzukraxeln. Ihr könnt ja, oder ihr kommt. Er muss die ganze Zeit seine Zeit einteilen, wie er will. Und wie war es, mein Auto zu fahren? Scheiße. Leute, das war das geilste Fahrerlebnis aller Zeiten. Süß. Digga, es hat immer Spaß gemacht. Ja, wir sind im Poolbereich. Ich freue mich so. Guck so rein. Wie scharf. Ja, ich zeig dich nicht, keine Sorge. Leute, es ist so schön. It's so pretty here. Wir sind so dankbar, dass wir immer hier in den Treppenhof können. Es ist einfach so eine wunderschöne Wellnessanlage. I love it. Das war, glaube ich, dumm, jetzt meine beiden Hände uns das zu machen, aber jetzt kann ich mir die Kamera nehmen. Schaut euch mal die Aussicht an, das ist so, so krass. Ich lieb's. Die Jungs sind jetzt gerade noch im Fitnessraum. Wir Mädels machen hier ein Spa-Day. Da kommen sie auch schon, aber ich glaube, die werden nicht gezeigt werden. So, Leute, wir sind jetzt in der Sauna gerade gewesen. War... Oh Gott, haben wir erschrocken. Guck mal, wie neblig es jetzt ist, Leute. Man sieht einfach gar nichts mehr. Oh mein Gott, Leute, wie sollen wir denn hier wieder runterkommen? Oh Gott, stimmt. Das wird echt belastend, weil es jetzt halt gerade schneit. Siehst du mal aus. Wir gehen jetzt hier in den Whirlpool. Es ist kalt, die können noch ganz in Ruhe. Es ist so kalt. Okay, let's go. Oh, guck mal, man kann hier die Kamera aufstellen. Aber nicht, dass dann andere Leute kommen. Ach, egal. Schnell, in den, der kalt ist. Kalt? Wie macht man das? Weiß ich nicht. Oh, geil. Ich muss den Akku sparen. Okay, Leute, ich zeige jetzt Corinna mal einen Zaubertrick, den ich kann. Ich glaube, viele von euch kennen den bestimmt schon. Und Corinna konnte den auch mal. Das ist lustig, aber sie checkt es nicht mehr. Okay, denkt ihr, meine Zahl zwischen 1 und 50? Ich habe keine. Also, ich habe schon einen Job. Okay, rechne die plus 4. Rechne die plus 2. Rechne die minus 3. Rechne die plus 5. Rechne die plus 2. Rechne die plus 3. Und jetzt zieh die gedachte Zahl wieder an. Was ist das für eine Mist? Geschenkt. Kommt 13 raus. Das ist so einfach. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie der geht. Haben wir vorher geplant? Brain of Character. Kommt ihr immer noch nichts raus? Nein. Und ich trinke nicht mal Wein. Hier war Apfelsaft drin, Leute. Nee, das ist komplett Magie. Ja, ich bin eine Magierin. So, wir haben jetzt unten noch den Abend genossen. Und ganz lecker gegessen, so wie immer hier. Es ist echt, man wird hier so gut versorgt. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Es ist immer, man kriegt Essen im Überfluss und es schmeckt alles so mega lecker. Und ich danke Horst einfach so sehr, so sehr für alles. Die Weiße Linie ist ein Hotel, was wir euch nur ans Herz legen können, oder? Alter, ich bitte film mich nicht, wenn ich hier so aussehe. Das lasse ich aber drin. Nein, bitte nicht. Lese. Alter, was ist da? Das Zimmer ist jetzt hier nicht in vollster Blüte, aber ihr seht schon, das hat alles so einen urigen Charakter. Also es ist so ein bisschen, das ist so ein, wie nennt man denn sowas, so gemütlich? Urigella. Genau, Urigella-mäßig, alles klar. Naja, aber hier ist jetzt echt gerade kein Vorzeigezimmer, es sieht hier aus wie bei Hempels und am Sofa-Hammer. Ich mag nur sowas, es hat so voll den Charme irgendwie und es ist einfach so eine Familienatmosphäre. Man fühlt sich hier wirklich wie in die Familie integriert und ich liebe das einfach, aber das habe ich euch jetzt auch schon in anderen Vlogs gesagt. Ich verlinke euch natürlich Weiße Lilie, ich kann es euch nur ans Herz legen, weil es gibt so viele coole Tipps oder so, die uns immer gibt. Wir lernen durch ihn Leute kennen, die uns die Pisten gut erklären und so. Und jeder kennt ihn einfach. Wir wurden zum Arzt geschickt, obwohl der eigentlich gar nicht offen hatte und so. Und das ist einfach, also ohne Horst hätten wir schon viele Sachen hier nicht erlebt. Das wollte ich einfach nur nochmal sagen. Ich bin gerade hier melancholisch. Das ist der letzte Abend gewesen. Wir liegen jetzt im Bett. Scheiße, hör mal auf. Okay, wir liegen jetzt im Bett. Eigentlich wollte ich packen, aber ich habe keinen Bock. Ach, es ist noch eine mega süße Abonnentin vorbeigekommen und hat uns dieses Paket dort hinten geschenkt. Das ist so Proviant für die Fahrt morgen. Mega cute. Zeig mal aus!
Was willst du denn gerade, Alter? Der Typ ist immer müde. Da ist Energy drin, trinke ich nicht, aber trinke Marcel und Süßigkeiten und so. Mega, mega lieb. Generell habe ich einige von euch hier getroffen. Das habe ich jetzt nicht, glaube ich, gebloggt. Ja, wir reisen morgen ab. Bin irgendwie voll erkältet. Ich weiß gar nicht, ob es so gut war, da jetzt im Kalten und so zu sein. Ich habe irgendwie ein bisschen Ohrenschmerzen. Ich habe übelste Halsschmerzen. Also mein Hals tut wirklich weh, als hätte ich... Es ist kacke. Meine Nase ist zu. Ich habe beim Essen fast gar keine Luft bekommen. Das ist jetzt... nicht so toll, aber... Ja, vielleicht wird es morgen besser. Wir schlafen jetzt. Vielleicht zeige ich euch morgen noch früh nochmal ganz kurz ein bisschen was. So. Auf geht's zum letzten Frühstück. Ich bin nicht gestylt, habe wieder mein Reiseoutfit von Tag 1 an. Gehen später noch so ein paar Sachen kaufen, zum Beispiel für unsere Eltern und so zum Mitbringen. Darauf freue ich mich schon. So typisch Südtiroler Zeug, irgendwie so Wurst, Käse, keine Ahnung. Ich glaube, meine Eltern freuen sich darüber. Ich darf jetzt nicht vergessen, die haben hier seine Speicherkarte. Hat's geklopft? Letztes Frühstück. Heute ist Faschingsanfang und deswegen sieht Horst aus wie ein Arzt. Horst, zeig dich mal. Dr. Bob. Hallo, was ist dein Kostüm? Wenn jemand krank ist, nur mal. Ich hab Halsschmerzen, Horst. Guck dir nicht. Ja, auf jeden Fall ist eine Spritze, ja? Oh, oh, oh Gott. Oh, was ist das für eine Brille? Was ist denn die Brille da? Geil. Arztbrille. Ja, was ist das für ein Arzt? Ultraschallbrille. Ja, er hat noch so diese Tasche noch ein bisschen noch anders, ein bisschen getötet. Hey, das geht ja voll gut. Ja, warum geht das besser als beim... Es geht besser als beim Hinweg und das irritiert mich ein bisschen. Ja, was habe ich denn am Arsch? So, wir machen jetzt ein Gruppenfoto. Das wird jetzt hier vlogged, ob du willst oder nicht. Hey, ich bin hier komplett Puma-Stack, oder? Ich hätte die Kombination aus Jogging gefunden. Ich glaube, es hat. Wer macht das Foto? Das ist so schwer, die ganze Truppe hier zusammen zu trommeln, hör mal. Gut, dass wir ein Gruppenfoto machen, weil wir alle so wasted aussehen. Ja, und jetzt schön Ameisen-Scheiße, ne? Ameisen-Scheiße. Ganz oft hast du gesagt, ne? Ja, ganz oft. Ich bin kein Selfie-Mensch. Ach so, ich hab mich jetzt... Hat er Selfie gemacht? Nein, hat er nicht. Hallo! Ja, sehr gut. Ich bin noch ein Ständchen. Ja, süß, jetzt kommt sie gerade, weil hier Fasching ist. Schaut mal. Oh, süß. Okay, ciao. Wir fahren jetzt hier gerade durch die Maut. Uff, ins... In die Eier. Oh, Mann, Schatz, ey. Das ist doch nicht mal 4 PS, chill mal. Ja, aber das ist trotzdem... Er kann mich nicht immer... Wie viele Spuren das sind? Das sieht so lustig aus. Das sieht echt lustig aus. Nehmen Sie eine der 8 linken Spuren. Ich weiß, welche ich nehmen soll. Wie soll das noch werden? 7,5 Stunden. So, Pause bei Merkel. Es wird sicher. So, wir sind jetzt gerade noch mal in der Waschanlage, Leute. Das ist so gruselig. Es ist schon wirklich gruselig. Man sieht halt gar nichts. Oh Gott. Egal, wir schaffen das. Wir haben das hier gerade mit mir. Marcel ist in dem Auto davor. Oh mein Gott, hallo! Und da ist Schubi. Der denkt sich auch so, WTF. Ja, Schatzi, alles gut. So, 20 Uhr. Wir sind um 11 Uhr losgefahren, haben auch Pausen gemacht, haben jetzt alle noch nach Hause gefahren und haben Schubi abgeholt, wie ihr seht. Der ist da hinten. Kleine Ratti. Unser Weihnachtsbaum steht immer noch und es ist Ende Februar. Egal. Wir werden jetzt gleich erstmal Koffer auspacken. Ich werde demnächst die Abholung für diese Pakete hier machen. Aber jetzt kommen wir erstmal an. Es läuft, glaube ich, gleich GNTM. Deswegen, ich bin so dankbar, dass ich diese Reise machen durfte. Ich freue mich so, so sehr, jetzt aber auch zu Hause zu sein. Aber ich bin schon ein bisschen traurig, dass es jetzt schon zu Ende ist. Wir waren echt kurz nur da. Nächstes Mal will ich, glaube ich, wieder länger fahren. Aber ich bin sehr, sehr froh. Schubi war währenddessen beim Hundefriseur mit meiner Mama. Der hat jetzt so mega akkurate Pfötchen und so. Richtig süß, du kleine süße Mausi. Nägel schneiden wir mal wieder dran. Ich traue mir das irgendwie alleine nicht richtig zu. Ich habe Angst, da irgendeinen Nerv zu treffen oder so. Jetzt komme ich an, ich bin echt ein bisschen erkältet. Mir geht es echt nicht so mega gut. Ich hoffe, es bessert sich jetzt die nächsten Tage. Ich ruhe mich jetzt ein bisschen aus. Es war, glaube ich, schon hart anstrengend. So diese mega lange Autofahrt. Also 8 Stunden bin ich ja durchgefahren. Es hat viel Konzentration erfordert. Wir haben sehr deftig bei Horst gegessen. Dann immer Skifahren. Ich hatte ja einen Todesmuskelkater und irgendwie auch Stress und ach, keine Ahnung. Es war, glaube ich...
an allem eine sehr gelungene Reise. Ich bin froh, Schubi jetzt wieder zu haben, wieder in meinen eigenen vier Wänden zu sein, nicht aus dem Koffer zu leben, wobei ich diesmal richtig gut gepackt habe. Naja, egal. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, die Vlogs haben euch gefallen. Schaut auf jeden Fall bei Horst vorbei und bei der Weißen Lilie, falls ihr Interesse habt an so einem coolen Urlaub, wie wir ihn getätigt haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!